Hallo. Das ist ja eine historische Partie hier in der ehemals geteilten Stadt Berlin gegen das vereinte Korea. Was kann der Sport generell in dieser Hinsicht bewirken, Herr Steinmeier? Ja, das haben wir bei der Winterolympiade gesehen, dass der Sport vielleicht sogar einiges bewirken kann, was der Politik schwerer fällt. Eine gemeinsame koreanische Mannschaft haben wir im Stadion in Südkorea einlaufen sehen. Und das war eine phänomenale Anteilnahme bei der Bevölkerung, bei den Zuschauern dort. Und wir sehen, dass auch hier eine gemeinsame koreanische Mannschaft auftritt. Insofern glaube ich wirklich, dass der Sport da einiges bewirken kann, was uns in der Politik häufig genug schwer wird. Nein, der Sport kann nicht die Politik machen, aber er kann Brücken bauen, er kann Türen öffnen. Und das haben wir getan bei den Winterspielen in Pyeongchang. Die Politik ist durch diese Tür hindurchgegangen. Jetzt liegt es an den Politikern, daraus dann auch Ergebnisse zu erzielen. Der Sport kann hier symbolisch begleiten, er kann hier Zeichen setzen und zeigen und beweisen, dass die Menschen oftmals schneller zusammenfinden als die Politik.